Willkommen zurück zu einer weiteren Portalfolge. Wir spielen, wo steht's denn? Phantom Complex Fateful Companion oder so. Da fehlen irgendwie zwei, drei Buchstaben. Schauen wir mal, was auf uns zukommt. Okay, sterben ist schon mal gesichert. Hier muss ein Kubus rein, damit ich hier durch kann. Und da hinten scheint der Ausgang zu sein. Na gut. Aha. Das wird man wohl deaktivieren müssen, obwohl... Ja klar, muss man das deaktivieren, sonst kriege ich den Kubus ja nicht hier rein. Das ist wohl nur zum Hellmachen hier. Kubus. Kubus, okay. Kubus hinter Gittern, wo man ein Portal hinpflanzen kann. So, wo kann ich Portal noch machen, damit ich es wieder kriege? Da. Was passiert denn hier? Ah, da geht was auf und da ist ein Knopf. Drücken wir mal den Knopf. Bei dem Knopf ist jetzt passiert. Ist was passiert? Ah, hier ist was auf und da geht was auf. Da ist noch ein Knopf. Keine Ahnung, was da passiert. Okay, ich glaube, wir müssen uns den Kollegen wiederholen. Ach, der hat da aufgemacht. Naja, klar, da war der Knopf. Ja, richtig, richtig. Ich fange schon an, verwirrt zu werden hier. So, gucken wir erstmal, wohin wir hier kommen. Okay, null Sinn. Und was passiert hier? Geht auf jeden Fall irgendwas auf. Ah, da ist jetzt eine Portalfläche. Gehen wir doch mal dahin, ne? Da muss auch ein Kubus rein. Hier können wir sterben und da ist ein Aufzug. Da ist zu. Hier ist zu, lässt sich aber anscheinend aufmachen. Ah, da kriegen wir unseren Kubus. Legen wir hier nochmal drauf. Das bringt noch gar nichts. Kommt aber bestimmt auch noch irgendwas. Da klappt bestimmt auch noch was. Weg. Bin ich jetzt hier richtig? Ich glaube ja. Gut, dann machen wir mal diesen. Jetzt kommt der runter. Ach, und fährt direkt wieder hoch. Okay. Muss man ja wissen, ne? Muss man ja wissen. Komm. Gebe Gas, mein Freund. Hoppala. So. Da kann ich anscheinend dann weiterlaufen. Da ist eine Portalfläche. Jetzt weiß ich natürlich nicht, welches... Ach so, ein Laser. Ich dachte schon, hier ständen Turrets. Ein Laser, der wohl unterbrochen werden will, damit das da ausgeht. Bedeutet das? Ah, da ist sogar mein Kubus. Oh, da habe ich ja durch Zufall, muss ich sagen, das richtige Portal gesetzt. Wo war das jetzt? Hier rum? Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Bis jetzt ist einfach nur Verlaufproblem, glaube ich. Orange ist hier oben. Was ist da? Ich Idiot. Jetzt habe ich... Oh. Ich habe gerade noch geguckt, welches hier oben ist. Moment.
Moment, wo war denn das? Da. So. Soll ich den direkt mitnehmen? Ich glaube, den nimm. Hoch. Ja, ja, ich weiß ja, dass ich mir die Füße verbrenne. Den nehme ich direkt mal mit. Ich habe nämlich so das Gefühl, dass wir den hier auch noch brauchen. Habe ich so das Gefühl. Ich glaube, ich habe Schiss darunter zu springen, wenn ich nicht weiß, ob ich hier wieder rauskomme. Ich glaube, den tue ich doch wieder zurück. Wo ist? Weil hoch komme ich auf jeden Fall wieder. Durch das orange Portal hier oben. Aber wenn ich das nutzen muss, so wie es aussieht, muss ich das auch. Ah, ne. Hier kann ich rüberspringen. Was ist denn dann? Da hinten ist auf jeden Fall... Da unten ist ein Gang. Da hinten ist auch noch ein Gang. Alter. Na gut. Hier muss der Kubus hin. Steht im Baum. War das dieser? Ja. Moment. Orange. Wenn ich orange umsetze, bin ich direkt da unten. Zack. Und den tun wir dann da rein. Und dann kommen wir hier durch. Turrets und eine Bridge, die Turrets von mir abschirmt. Ja, Jungs, ne? Ihr seht mich nicht, ich sehe euch schon. Ein Knopf. Ach, oh, das ist aber ein bisschen gemein. Ne, so ein bisschen. Hat er einfach die Bridge ausgeschaltet, den Scheißdreck. Ja, hallo. Sucht ihr mich mal? Irgendwas sagt mir, dass der Laser angeht, wenn ich den Knopf drücke und dann die Jungs da gegrillt werden. Gefällt mir. Auch wenn es wenig Sinn macht aus dem jetzigen Blick. So, auf dem jetzigen Blick stand es da hinten noch was. Mache ich den nochmal an. Ne, da wird nichts aktiviert. Gut, das war wohl eine kleine Scherzeinlage. Weil hier rein komme ich nicht, obwohl das da aussieht, als könnte man es wegklappen. Hier aber auch. Ne, das ist wegen dem Licht. Gut, Sinn hat sich mir noch nicht erschlossen. Jetzt bin ich wieder hier am... Ah, jetzt bin ich wieder hier am Anfang. Und kann... den da reinlegen. Und da wieder rausgehen. Ja. Niedliche Sache, würde ich mal sagen. Ein netter Rundlauf. Würde sagen, in erster Linie verwirrt. So ein bisschen durch die langen Gänge und Abzweigmöglichkeiten. Man denkt echt, hoffentlich verlaufe ich mich nicht. Aber grundsätzlich nichts Schwieriges, würde ich sagen. Aber nicht schlecht. Hat mir gefallen. Phantom Complex, Fateful Companion. Phantom Complex. Na gut. Okay. 133 Bewertungen. Ja. Weiß, warum es nicht so super aussieht mit den Bewertungen. Weil die Karte doch mehr verspricht, als sie hält. Aber ich fand sie eigentlich okay. Nett gemacht. Nur vielleicht ein Tick zu einfach. Weiß nicht. Ich hatte jetzt zwischendurch mir doch mehr versprochen. Na gut, aber keinen Grund, einen Daumen runter zu geben, meiner Meinung nach. Von daher Daumen hoch. Ach so, von Phantom T-Mac habe ich jetzt ganz überlesen. Okay,
Dann wünsche ich euch was und sage bis zum nächsten Part. Tschö.